Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing und der monatlichen Neuentdeckung für den Juni 2024. Ja, wir haben es inzwischen deutlich wärmer und immer, wenn der Sommer so rauskommt, auch wettertechnisch, ist ganz spannend, habe ich immer so ein bisschen, wechsle ich meinen Musikgeschmack zur Sommergarderobe sozusagen und wechsle ein bisschen mehr. Das ist wirklich nur ein Prozentansatz, aber ein bisschen mehr vom eiskalten Black Metal häufig zu Punk und Rock'n'Roll. Das ist echt so ein bisschen Ding. Ich mag ja beides, ich mag auch die Mischung von beidem. Und so kam es dann jetzt auch, dass die monatliche Entdeckung für den Juni tatsächlich mal kein Black Metal ist, was zuletzt ja oder insgesamt eher häufig ist. Nein, es ist Rock'n'Roll. Es ist punkiger Rock'n'Roll, es ist Garage Rock'n'Roll. Und zwar habe ich diese Entdeckung gemacht beim Durchstöbern des Internets auf meinen beliebten YouTube-Kanälen, wo ich einfach Musik entdecke, die ich als Musikentdeckung benutze. Und weil mir das Artwork gefallen hat, der Name mir gefallen hat und ich einfach auf der Suche während der Arbeit für Musik auf Ohren war, zum Ablenken und so, wie das halt so geht. Ihr wisst, was ich meine. Worauf bin ich dann gestoßen? Und zwar auf diese CD hier. The Robots. The Robots mit ihrem Album Day of the Robots. Das ist eine schwedische Garage-Punk-Band aus den Spät-90ern, aus den 90ern generell. Das Album ist aus den Spät-90ern. Und es ist tatsächlich insofern ganz spannend, weil es ist ein Sound, den ich liebe. Und das Schöne ist, da gibt es unglaublich viel für mich noch zu entdecken. Das ist etwas, was ich immer wieder merke. Entdeckt habe ich das auf dem beliebten, für mich beliebten YouTube-Kanal Junkie Business, die sehr viel sehr seltsames Zeug haben, häufig auch gar nicht so sehr auf CD und alles. Ganz verrückte Sachen, die man wirklich sonst echt nicht kennenlernen würde. Ich mag den Kanal unglaublich, gerade wenn ich so eine Mucke hören will. Und man geht dann ja häufig nach Artwork und irgendwie hat mich dieses Comic-Artwork echt stark abgeholt. The Robots, also eine The Band, finde ich ja sowieso immer großartig. Day of the Robots hat alles gepasst, reingehört, ersten zwei Songs gehört, Album bestellt. So, und das gesamte Album kommt wirklich großartig daher. Es ist, wie schon erwähnt, eine Art schwedischer Garage Punk. Die ganze Band hat sich 1990 gegründet. Ich glaube, seit den 2000ern und ein bisschen später gibt es die nicht mehr. Das Album ist jetzt von 99, ist, glaube ich, das vorletzte. Ich habe noch kein anderes gehört außer diesem Album. Ist auch häufig bei diesen gerade schwedischen Garage Punk Bands, die exklusiv auf CD damals rausgekommen sind, gar nicht so einfach, Exemplare zu bekommen. Ich habe eins geschossen, aber tatsächlich auch schon mit defekter Hülle. Zum Glück habe ich immer sehr viele Leerhüllen. Es ist wirklich ein saugeiler, speediger Sound. Wie dieser Sound üblich ist, irgendwie rau, roh, auch gar nicht so Premium produziert. Gerne, wenn es dann in die Soli geht und ins Klirrende, tut es auch im Ohr weh, aber das muss es, das ist räudig, das ist Garage. Die Songs, wir haben hier irgendwie 14 Songs, ich glaube etwas über eine halbe Stunde Spielzeit, die fangen so, also ich glaube die kürzesten Songs sind so gute Minute lang und die längsten 3 Minuten und 20, also es ist super speedy hier und es ist räudig, es ist dreckig, es ist schnell, es hat aber total viel Charme dabei und das gefällt mir tatsächlich hervorragend und ist genauso ein bisschen diese Mische, die ich mag. Es ist punkig, es ist aber irgendwie auch Garage Rock, ein bisschen dadurch alt. Es ist aber auch nicht ganz alt, sondern hat auch so einen modernen Touch. Wenn ich den Sound beschreiben müsste, dann fällt mir das tatsächlich sehr schwer. Also die Stimme hat ab und zu was von Backyard Babies. Das ist ja dann für diesen ganzen Kosmos eine zeitgenössische Band. Musikalisch erinnert mich das dann manchmal so ein bisschen an die Flaming Sideburns oder auch Newborn Turks. Das sind vielleicht Bands, die euch eher was sagen. Du hörst natürlich dadurch auch unglaublich viel Sonics und Ramones immer raus, also der Ursprung von diesem gesamten Sound, aber halt immer noch auf die moderne Weise. Der erzählt auch relativ viel, wie es im Swedish Punk üblich ist. Das ist etwas, was ich im Swedish, in diesem ganzen Swedish Speed Rock'n'Roll sehr, sehr spannend finde. Die sind sehr textlich und es ist häufig nicht, dass der Song so und so heißt und du dann immer eins zu eins den Titel so rauskriegst. Ein Phänomen, was zum Beispiel in den Helicopters sehr gibt. Und das ist eine Band, die genau in diesen Sektor geht. Früher Helicopters, vielleicht auch sehr frühe Glucifer, New Bomb Turks. Ja, ich glaube, in die Richtung kann man da, vielleicht auch ein bisschen Hives tatsächlich. Bei New Bomb Turks nicht das Quakige der Stimme. Die Stimme ist dann eher Backyard-Baby-mäßig. Aber tatsächlich die Gitarren erinnert mich irrsinnig an die New Bomb Turks. Also schnell, speedy, mit ein bisschen Garage-Anteilen halt immer dabei. Und dann sind wir irgendwo bei The Robots. Das gesamte Robot-Thema kommt jetzt eigentlich nicht so viel weiter vor, gefällt mir aber vom Artwork großartig. Und es ist tatsächlich so, dass es vom ersten Moment an eigentlich ein saustarkes Album mit geilen Songs ist. Es fängt an mit Mr. Suave, ein geiles Lied, Speedway Child ist ein absolutes
auch vom Speed-Tempo, also wirklich großartig. Dann Amen, geiles Lied, Juju Man ist bla bla bla, sind ein paar, die auch nicht, also klar, es sind jetzt nicht 15 Hits drauf, 14 Hits drauf, auf gar keinen Fall, aber es sind wirklich durchweg sensationelle gute Songs, das Ganze geht dadurch runter wie Öl, auch Papa, It Won't Happen Again, Which Way sind richtig, richtig gute Songs, auch mit verschiedenen Tempos wird hier gespielt und das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut, weil es geht einfach, es ist leichtliebe Musik, es ist punkig, es ist nicht zu schlecht produziert, muss man dazu auch sagen, also gerade so frühe New Bomb Turks oder so ist man von der Produktion scheiße klittert in den Ohren, das ist hier nicht, du kannst die Sache sehr gut hören und für mich ist das so richtige Sommermusik und das ist tatsächlich dann so ein bisschen die richtige Platte im richtigen Moment, denn The Robots, ja, machen mir dann so ein bisschen immer auch diese Sommersonne, diesen Charme mit rein, mit ein bisschen Energie, mit Bock, mit einer Leichtlebigkeit. Der Sound ist unglaublich leichtlebig. Wie gesagt, das sind jetzt keine super krassen Hits, die unter die Haut gehen. Davon ist hier nicht auszugehen, das ist nicht zu erwarten. Aber es ist tatsächlich so, dass es einfach, es rockt, es ist catchy genug, dass es über, weiß nicht, 4, 5, 6, 7, 8 Anspieltipps hier locker reicht. Und das gesamte Album mit den guter halben Stunde und 14 Songs runtergebrochen, ist dann tatsächlich auch vom Ausmaß gar nicht so krass, dass man jetzt sagt, ja, das ist super fordernd. Ne? Das Album geht runter wie Öl. Dadurch, dass es so viele Songs sind auf so wenig Spielzeit, muss man dann im Verhältnis sehen, geht das Album auch einfach sehr schnell vorbei, ne? Weil du diese sehr kleinschrittig das Album entdeckst. Und das ist tatsächlich sehr, sehr geil. Wenn man auf diesen Sound halt steht, auf diesen punkigen Garage-Rock-Sound, der halt um 2000 rum in Schweden so super, super beliebt war, dann wird man hier auf jeden Fall super fündig. Also es ist halt wirklich, mein Gott, nervt mich das mit der Hölle, dass da wirklich einfach auch super geile Songs drauf sind. Ne? Also Mr. Suave, Speedway Child, Amen, It's Not You, It's Me ist richtig, richtig gut. The Good Times Are Killing Me. Weiß ich nicht mehr, Go Ape war ganz okay, Instant Air Soul war geil, Papa was geil, genau, Papa, Which Way ist gut, das Ende, also sind alles super, super gute Songs, die sich auch irgendwie nicht ganz so ernst nehmen, aber Höllenenergie, die haben eine Höllenenergie und das ist genau so eine Mucke, die ich dann immer gerne, ja, wenn der Sommer dann vor der Tür steht und jetzt ist er langsam vor der Tür, ich bin harmlos unterwegs, der mir dann den Sommer auch immer schmackhaft macht. Das ist das, worauf ich Bock habe. Man kann nicht immer nur zu Offspring greifen, sondern ich finde gerade im Speed-Rock'n'Roll, im schwedischen Speed-Rock'n'Roll um 2000 oder 90er, klar, Helicopters habe ich das Tattoo, ne, und ich stehe auf Social Distortion und Punk und. Aber es gibt noch so viele Perlen da zu entdecken und deswegen finde ich Junkie Business auch so großartig. Und deswegen The Robots, die passen genau in diese Schiene rein. Die sind punkig, die sind aber auch Garage, die sind nicht zu schrill, die haben auch keine zu nervige Stimme oder eine Eu-Stimme. Das ist nicht so mein Stil. Die sind sehr zugänglich dabei und dabei aber charmant. Charmant punkig, charmant schnell, leichtlebig und wie gesagt, das mit dem Tempo und den Songs, das ist Ramones Tempo, da ist schnell einfach die Message rübergebracht und dann denkt man sich, geiles Lied, locker leicht und ich habe das Album unglaublich viel im Auto gehört, weil es ist so richtig so da 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 da, muss man ja aufpassen, dass man nicht zu schnell fährt, aber es ist tatsächlich genau die Mucke, die da reinpasst. Ist es die, ich meine, das ist eine Band, die hat es über die Jahre, so denke ich es, sonst hätte ich die vorher schon erlebt und gehört, vermutlich nicht so wirklich geschafft. Und klar, die haben jetzt nicht so das Hitpotenzial wie zum Beispiel eine Helicopters, aber die haben einen unglaublich geilen Speedy-Stil, dass die auf jeden Fall Beachtung verdienen. Und dafür bin ich halt immer Junkie Business sehr dankbar. Man klickt sich durch und klar, eine von fünf ist vielleicht nur gut, aber die eine weiß man zu schätzen. Aber auch, ja, das ist eine Band, die hat es halt. Es gibt Gründe, dass sie es nicht so gut über die Zeit geschafft hat und heute vermutlich kaum noch jemand kennt oder hört, weil es ist natürlich ein Sound, der ja trotzdem auch speziell bleibt, weil das ist so irgendwie, ja, ist nicht alt, ist nicht neu, ist so ein bisschen, ne, so eine Mischung aus Ramones und Kiss, was die Backyard Babies immer für sich beansprucht haben und ja, und davon gab es einfach damals sehr viele Bands und gerade aus Schweden und nicht alle haben es geschafft, aber für mich halt eine absolut klassische The Band. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. The Sonics, Ramones und diese typischen Garage-Punk-The-Bands, die einfach
genau jetzt in diesem Sommer passt. Für mich ist das wirklich ein Sommersoundtrack. Und das macht die Sache für mich so schön. Es muss nicht immer die neue große Lieblingsband sein, das wird sie auch nicht. Ich werde mir aber definitiv die weiteren Alben, denn die haben ein paar, auch zu Gemüte führen. Ich habe jetzt tatsächlich nur dieses gehört und bislang wirklich nur dieses. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es das vorletzte Album, danach kam noch eins. Das hat dann schon die 2000 vorne. Das ist 99 erschienen, aber die haben halt Anfang, Mitte der 90er schon weitere Sachen rausgebracht. Das macht sicher Spaß. Das ist immer leider eher eine Frage, kommt man noch ran, bekommt man den Spaß noch und. Aber für mich The Robots echt eine nette Entdeckung, eine schöne Entdeckung, die einfach Spaß macht. Manchmal reicht es, wenn die Sache einfach rockt und Spaß macht und dann auf so einem simplen, punkigen Level auch abholt. Das ist es, was es manchmal auch einfach sein muss. Und auf jeden Fall ist das eine Empfehlung für Newborn Turks-Fans, frühe Backyard-Baby-Fan, ohne vielleicht jetzt diesen catchy, glammy Aspekt, den die Backyard-Babys ja doch schon auch manchmal haben, Helicopters-Fans, Hives-Fans, ne, so in die Richtung. Und da werdet man mit glücklich. Am Ende bin ich ja immer der Meinung, bei solchen Bands und so einem Sound, also wenn du andersweise ein bisschen auf Rockmusik stehst, wirst du das irgendwie gut finden. Das muss nicht deine neue Herzensband sein, aber das Rock, das hat, kommt auf Tempo, das ist zugänglich, das macht Spaß. Es ist so richtig so Bam. Und was die immer auch für eine Energie auf der Bühne hatten, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die konnten richtig abgehen. Und das hört man auch immer in der Musik. Das wirkt alles sehr live eingespielt. Keine Ahnung, ob es der Fall ist, klingt so. Aber es ist tatsächlich dann genau sowas, wo eigentlich kein Rock'n'Roll-Fan, muss man echt sagen, Rock'n'Roll-Fan Nein zu sagen kann. Wie gesagt, es ist nicht immer die neueste Herzensband, das neueste Lieblingsstück, aber eigentlich kann man es nicht schlecht finden. Eine klassische The Band. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So viel von mir zur monatlichen Entdeckung im Juni 2024 mit The Robots. Mal was anderes, mal kein Black Metal, aber wir haben es gerade viel zu warm draußen und da kann es, manchmal ist es dann einfach Rock'n'Roll. Ich höre auch Black Metal im Sommer, so ist es nicht. Mal sehen, was wir dann als nächstes haben. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich konnte euch was empfehlen. Hört mal rein. Gar nicht so einfach, noch an den Scheiß von denen zu kommen. Discogs ist da immer aber euer Freund. Ansonsten kann man die Platte zumindest bei YouTube sehr, sehr gut hören. Die ist komplett hochgeladen. Ich bin sehr gespannt, was ihr findet. Vielleicht kann ich euch was empfehlen. Lasst mal ein Feedback da und hört mal rein. Es ist ja jetzt nicht unbedingt eine Band, die man schon kennt. Und ja, dann bin ich gespannt, was da kommt und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.